In diesem Video geht es um das Rechnen mit negativen Zahlen. Zunächst ein kleines Beispiel zur Einleitung. Wenn ich 1000 Euro besitze und das auf die Bank einzahle, dann steht auf meinem Konto plus 1000 Euro. Läuft es umgekehrt, ich leihe mir von der Bank 1000 Euro, dann steht dort minus 1000 Euro. Ich müsste also der Bank 1000 Euro geben, um wieder auf 0 Euro zu kommen. Beginnt man mit dem Rechnen mit negativen Zahlen, dann gibt es oft einen sogenannten Zahlenstrahl. Das sieht man hier. Ich habe die 0 mal in die Mitte geschrieben und nach rechts zählt man dann plus 1, plus 2, plus 3 und so weiter. Jetzt kann man natürlich auch nach links gehen. Dort folgen dann minus 1, minus 2 und minus 3 und so weiter. Wichtig, die plus 1 ist von der 0 genauso weit weg wie die minus 1. Oder die plus 3 ist von der 0 genauso weit weg wie die minus 3. So, dann kann man rechnen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel sage minus 1 plus 2, das ergibt plus 1. Dann gehe ich von der minus 1 um 2 nach rechts, lande ich auf der plus 1. Oder minus 3 plus 2 ergibt minus 1, dann gehe ich von der minus 3 um 2 nach rechts, lande ich auf der minus 1. Und umgekehrt, 1 minus 2 ergibt minus 1, dann gehe ich von der 1 um 2 nach links, lande ich auf der minus 1. Dann gibt es Multiplikationen. Hier gilt, haben beide Faktoren, also beide Zahlen, bei der Multiplikation ein positives Vorzeichen, dann ist das Ergebnis positiv. Hat einer der beiden Faktoren ein negatives Vorzeichen, dann ist das Ergebnis negativ. Und sind beide Faktoren negativ, ist das Ergebnis wieder positiv. Klingt kompliziert, sieht an einem Beispiel allerdings nicht ganz so schlimm aus. Also plus 5 mal plus 5, das ergibt plus 25. Das kennt man auch schon aus der Grundschule. So, dann haben wir minus 5 mal plus 5 oder plus 5 mal minus 5. Gibt es in beidem Fall als Ergebnis minus 25. Und sind beide Vorzeichen negativ, also minus 5 mal minus 5, ist das Ergebnis wieder plus, in dem Fall plus 25. Das heißt, plus mal plus ist plus. Minus mal Minus ist Plus und ansonsten Minus. Gilt auch für die Division. Plus 6 durch plus 3 ergibt plus 2. Minus 6 durch plus 3 oder plus 6 durch minus 3, das ergibt immer minus 2. Und minus 6 durch minus 3, das ergibt wieder plus 2.